nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Und jeder fällt einmal, das kann schon mal passieren. Und wenn man unten ist auf allen seinen Vieren, dann soll man seine Kräfte sammeln. Manchmal hat man Bammel oder möchte einfach gammeln ohne Antrieb. Und man fühlt sich irgendwie so völlig anti. Doch irgendwas geschieht und auf Anhieb. Strahlt von vorn. Ne, ein Licht, 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 hell und warm ins Gesicht, 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 dir wird klar, ein Schicksalsschlag, puh, macht dich stark, puh, macht dich stark, puh. Hey, vielen Dank für den coolen Einstieg. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Classic Hits mit Juri. Es geht um den vierten Satz der Schicksalssinfonie von Ludwig van Beethoven. Gerade eben gespielt vom HR-Sinfonieorchester und ordentlich aufgemischt vom Dalibor. Sag mal, ich habe ja schon mit dir gebeatboxt. Ist es für dich eigentlich eine Gewohnheit, mit klassischer Musik zu arbeiten? Vor allen Dingen, wie ist es für dich, mit Musik von Beethoven zu arbeiten? Ja, das ist schon ungewöhnlicher, weil es einfach kein direkt die ganze Zeit geraden Beat gibt, ja, wie es beim Rap eigentlich der Beat immer so vorgibt, ja, dass man eine Snare hat, die man treffen soll, so im Viervierteltakt. Da kümmert sich Beethoven jetzt nicht so sehr darum, es liegt einfach in der Natur der Dinge, dass man da ein bisschen auch verzögern muss in den Verszeilen oder dann wieder ein bisschen schneller werden muss, um den Beat wieder einzuholen. Das ist aber sehr, sehr interessant, finde ich. Apropos Beat, apropos Rhythmus, also wir haben ja im ersten Teil, bei der ersten Folge darüber gesprochen, über dieses Ta-ta-ta-ta, was so sehr rhythmisch ist. Wie hat sich denn dieser Rhythmus jetzt im Laufe der Sinfonie verändert, wenn wir jetzt beim vierten Satz sind? Die klingt irgendwie positiver, ja. Es ist eigentlich, als würde irgendwo so eine Sonne, einfach ein Licht aufgehen und man läuft dahin und denkt sich, okay, es geht irgendwie weiter oder irgendwas Besseres ist geschehen oder wird geschehen, mit so einer Art Zuversicht. Wie genau das musikalisch quasi im Geheimen funktioniert, weiß ich nicht. Es kommt einfach als Gefühl dann einfach bei mir oder beim Zuhörer an. Ich finde auch irgendwie, das strahlt so richtig. Ne? Am Anfang klingt es ein bisschen ruppig und traurig und jetzt plötzlich geht, wie du sagst, die Sonne auf. Hörst du eigentlich privat auch klassische Musik? Ja, gerne. Zwischendurch immer mal wieder, ja. Also, dass du Beatboxen konntest, das wusste ich ja jetzt, aber dass du auch rappen kannst, war mir neu. Können wir vielleicht auch zusammen irgendwie was rappen, so mit unseren Zuschauern vielleicht? Ja, vielleicht die ersten Verszeilen, die ganz am Anfang schon gehört wurden. Das wäre vielleicht ganz gut als Einstieg. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Ich probiere es mal. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Genau. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Macht mit. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Mal herab, mal herauf. Okay, jetzt alles zusammen. Genau. Gib nicht auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Ah, du machst schon so eine Körperbewegung dazu. Vielleicht können wir da so eine kleine Choreo dazu machen. Ja, gerne. Vielleicht zum Aufgeben, vielleicht die Faust. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Okay, wir probieren es alle zusammen. Und gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Und alle. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Nochmal. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Okay, das klappt schon ganz gut. Jetzt würde ich sagen, wir probieren es mit dem HR-Sinfonieorchester zusammen. Den Text blenden wir euch unten ein. Also macht ordentlich mit. Los geht's. Gib nie auf. Das Leben ist ein Lauf. Mal herab, mal herauf. Und jeder fällt einmal, das kann schon mal passieren.
Und wenn man unten ist auf allen seinen Vieren, dann soll man seine Kräfte sammeln. Manchmal hat man Bammel oder möchte einfach gammeln ohne Antrieb. Und man fühlt sich irgendwie so völlig anti. Doch irgendwas geschieht und auf Anhieb. Strahlt von vor, ne, ein Licht, 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 hell und warm ins Gesicht, 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 dir wird klar. Schicksalsschlag macht dich stark, macht dich stark. Dalibor, vielen, vielen Dank, dass du uns bei den Klasse-Kids besucht hast. Hat total Spaß gemacht. Danke. Gerne. Danke für die Einladung. Also, was der Dalibor macht, das finde ich richtig famos. Ich liebe ja revolutionäre Ideen. Nur wenn man mal was Neues ausprobiert, kann ja auch etwas Neues entstehen. Absolut, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber ich muss trotzdem sagen, beim vierten Satz Ihrer Schicksalssymphonie, da haben Sie mich richtig überrascht. Der klingt ja laut und fröhlich wie ein Marsch. Das haben Sie richtig gehört. Das ist ein richtiger Triumphmarsch, ist das. Huch, sagen Sie mal, können Sie wieder hören? Hey, ich kann ein bisschen Lippen lesen. Und die Musik hilft mir, mein Schicksal zu überwinden. Ja, der Triumphmarsch zeigt, dass ich dem Schicksal zeige, wo es lang geht. So richtig Allegro! Also Allegro kommt aus dem Italienischen. Und zwar von dem Wort Allegria. Das heißt die Freude. Ein Allegro wird also freudig gespielt, so wie der vierte Satz der fünften Sinfonie. Aber irgendwas haben Sie doch da noch gemacht, dass es noch fröhlicher und optimistischer klingt. Das haben Sie gut gehört, junger Mann. Das liegt daran, am Anfang, ja, da komponiere ich mit einem traurigen, schwermütigen Moll. Und dann wechsle ich zu einem strahlend schönen Dur. Aber jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich muss meine Koffer packen. Ja, mein Vermieter hat mir schon wieder gekündigt und ich muss umziehen. Die haben doch alle keine Ahnung von der Kunst, diese Banausen. Oha, der Beethoven ist ganz schön oft umgezogen. Insgesamt musste er wohl 68 Mal die Wohnung wechseln. Ja, er war eben ein lauter und ziemlich ruppiger Kerl, aber das wisst ihr wahrscheinlich schon. Das mit den Tongeschlechtern, das könnte für euch allerdings neu sein. Also in der Musik unterscheidet man die Tongeschlechter Moll und Dur. Moll klingt so. Und das hier ist Dur. Spürt ihr den Unterschied? Also Moll klingt so ein bisschen traurig und zurückhaltend und Dur fröhlich und optimistisch. Bei seiner Sinfonie, da nimmt uns der Beethoven mit auf eine Reise von Moll nach Dur, von der Dunkelheit ins Licht. Er erzählt uns praktisch mit Tönen die Geschichte eines Helden, der gegen sein Schicksal kämpft. Wenn wir also die vier Sätze hören, dann können wir uns das vorstellen wie eine Serie unter dem Titel Beethoven, wenn das Schicksal an die Tür klopft. Also, in den ersten Satz, dem Allegro con Brio, da hört man, wie mein Schicksal an die Tür pocht. So, ta-ta-ta-ta. Da spürt man meine Angst und meine Sorge vor die Ohrgeräusche. Dieser Satz steht im traurigen Moll. Und dann im zweiten Satz, ja, da komponiere ich so eine ganz wunderschöne Melodie, die so ein bisschen zeigt, wie ich mich mit meinem Schicksal aussöhne. Ganz klar, der Satz steht in Dur. Thank you.
Und dann in der dritten Folge von unserer Schicksalssymphonieserie, da wird es nochmal richtig dramatisch. Da spürt und hört man meinen Kampf mit dem Schicksal. Ganz klar, wieder mal. Und dann, im vierten Satz, das ist dann ja mein Siegeszug. Man hört, wie ich mein Schicksal akzeptiert und meine Ängste überwunden habe. Haha, der Sieg des Lichts über die Dunkelheit. Aber sowas von Dur! Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Eine Sinfonie ist also wie ein Film, den man sich mit den Ohren anschaut. Eine Geschichte mit Tönen erzählt. Ludwig van Beethoven ist sozusagen der Drehbuchautor, der die Geschichte für uns aufgeschrieben hat. Der Vorteil an dem Film ist aber, dass man sich die Bilder dazu selber ausdenken kann. Also, wenn ihr euch gleich die Schicksalssymphonie anhört, dann lasst die Musik auf euch wirken und schaut mal, welche Geschichte euch die Töne erzählen. Aber vorher spielen wir unser Quiz. Ist es schon wieder Zeit für die lustigen Fragen? Da sind wir dabei, das ist prima. Hier ist sie auch schon. Ich will von euch wissen, wie nennt man die Tempobezeichnung für freudig im vierten Satz der Schicksalssymphonie? Ist es A, das Andante, B, Menuett oder C, Allegro? Also, das, was der Dalibor da abgeliefert hat, diese Gereppe und die Beatboxe, das hat mir richtig Freude gemacht. Allegro halt! Mir auch. Und deswegen loggen wir C, Allegro auch ein. Und das ist natürlich richtig. Wir kommen zur nächsten Frage. Und da will ich von euch wissen, wie nennt man eigentlich die Tongeschlechter in der Musik? Ist das A, männlich-weiblich? Oder B, plus-minus? Oder vielleicht C, Moll und Dur? Moll und Dur ist richtig. Also bei der fünften Sinfonie, da fange ich mit einem traurigen Moll an und ende mit einem strahlenden Siegerlächeln in Dur. Damit hat er die Antwort ja eigentlich schon gegeben. Wir loggen C, Moll und Dur ein und das ist natürlich perfekt. Herr Beethoven, für meine letzte Frage bräuchte ich noch mal Ihre volle Aufmerksamkeit. Hallo? Hallo, Herr Beethoven? Hallo? Was, junger Mann? Ach so, das Quiz. Ja, fragen Sie ruhig. Fragen Sie ruhig. Also, bei der letzten Frage will ich wissen, wie oft ist Ludwig van Beethoven umgezogen? Waren es A, 28 Mal oder B, 68 Mal oder vielleicht sogar C, 124 Mal? Also ehrlich gesagt, da bin ich jetzt selber ganz überfragt. Ich bin so oft umgezogen, ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen. Also zum Glück haben die Beethoven-Forscher ganz genau hingeschaut und nachgezählt und die kommen auf 68 Umzüge. Das heißt, wir loggen B 68 ein und das ist natürlich richtig. Das gibt's ja nicht so oft. Ja, sagenhaft. Aber
Da hab ich bei Ehren gewiss ja noch was gelernt, Herr Juri. Aber ich muss jetzt fertig backen. Der nächste Umzug steht ja schon wieder an. Die Kutsche wartet. Also, machet gut. Bis denne. Tschüss. Auf Wiedersehen, Herr Beethoven. Ihr seht also, niemand ist perfekt. Und wenn ihr beim Quiz jetzt auch nicht alles wusstet, kein Problem, klickt einfach auf unser Gadgetboard. Da gibt's noch einmal alle Infos und natürlich auch den Rap von Dalibor. Ja, und jetzt macht's euch gemütlich. Wir hören uns den letzten Satz der Schicksalssinfonie an. Gespielt vom HR-Sinfonieorchester unter der Leitung von Philipp Herwege. Ich bin ganz gespannt, welchen Film ihr mit den Ohren seht. Gib nicht auf, das Leben ist ein Lauf. Gib nicht auf, das Leben ist ein Lauf. Gib nicht auf, das Leben ist ein Lauf. Yeah! Thank you.
Das Leben ist ein Lauf. Gib nicht auf.